Die interessantesten Fakten über die vier Bärenarten in Kanada. In diesem Video stellen wir dir alle in Kanada lebenden Bärenarten und eine weniger bekannte neue Hybridbärenart vor. Der Schwarzbär. Der Schwarzbär, der auch amerikanischer Schwarzbär genannt wird, lebt in nahezu ganz Nordamerika. Ausnahmen bilden der arktische Norden und der trockene Südwesten der USA. Auch wenn er Schwarzbär heißt, kommt der sehr gute Kletterer auch in anderen Farbvarianten vor. Von Silbergrau bis zu Zimtrot gehen die Farbenspiele auf dem Fell des Bären. Weltbekannt ist der an der kanadischen Westküste vorkommende weißliche Farbschlag der Spirit Bears. Der Allesfresser wird je nach Geschlecht und Vorkommen zwischen 100 und 250 Kilogramm schwer. Der Braunbär. Der Braunbär mit seinen nordamerikanischen Unterarten Grizzly und Kodiakbär zählt zu den größten noch lebenden Landraubtieren der Erde. Der in zahlreichen Mythen und Sagen vorkommende imposante Allesfresser muss sich nach einer langen, zehrenden Winterruhe einen dicken Speckbauch anfressen. Dabei verschmäht er Blumen, Gräser, Beeren ebenso wenig wie die Insekten, Kleinsäuger und größere Beute. An der Küste und den Flussläufen sind die Tiere, die sich dort mit den fetten, in die Laichgründe ziehenden Lachse vollfressen, größer als ihre Artgenossen im Binnenland. Insbesondere die mächtigen Kodiakbären können ein Gewicht von bis zu 800 Kilogramm erreichen. Der Polarbär oder Eisbär. Der Polarbär oder Eisbär lebt in den nördlichen Polarregionen der Erde und ist eng mit den Braunbären verwandt. Der Polarbär zählt neben dem Kamtschatka-Bären und dem Kodiakbären zu den größten Landraubtieren der Erde. Durch die klimatischen Veränderungen auf der Erde und dem damit verbundenen Abschmelzen der Eismassen ist der Lebensraum dieser wunderschönen Tiere massiv bedroht. Der Polarbär ist mit seinem sehr dichten Fell und seiner dicken Speckschicht, die ihn umgibt, bestens für das raue Leben in den arktischen Regionen vorbereitet. Er ist auch ein sehr guter und ausdauernder Schwimmer, der lange Strecken im Wasser zurücklegen kann. Eisbären sind Allesfresser. Ihre Lieblingsbeute sind Robben, die sie erfolgreich jagen. Männchen werden bis 500 Kilo, Weibchen bis 300 Kilo schwer. Der Pisli oder Krolarbär. Er ist ein Werk des Klimawandels. Der Pisli oder Krolarbär, wie dieser selbst fruchtbare Hybridbär genannt wird, wenn sich eine Polarbärmutter mit einem Braunbärvater verpaart. 2006 wurde der Pisli erstmals beschrieben, nachdem sich ein Jäger über das Aussehen eines in den Northwest Territories erlebten Bären gewundert hatte. Man hatte es sich bis zu dieser Entdeckung nicht vorstellen können, einem Polarbären oder Pisli zu begegnen. Zu unterschiedlich wurden die Lebensräume und Lebensgewohnheiten der beiden Bärenarten Grizzly und Polarbär eingeschätzt. Die Ausbreitung der Pisli oder Polarbären, die in jüngster Zeit häufig beobachtet werden, bereitet Forschern große Sorgen, da sich Bärenarten verpaaren, die sich früher nie begegnet sind und ganz unterschiedlich leben. So hält der Grizzly eine Winterruhe, der Eisbär nicht. Auch die Nahrung der beiden Arten unterscheidet sich. Schreitet die Klimaveränderung voran und ermuntert dies die Bären weiter zu wandern, sodass es vielleicht bald auch zu Pislis von einem Polarbärvater und einer Grizzly-Mutter kommen wird, könnte das Ende der Polarbären als eigene Art bedeuten. Bist du schon einmal einem Bären in der Wildnis begegnet? Erzähle uns von deinen Erfahrungen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, freuen wir uns über dein Like. Bitte abonniere unseren Kanal, um über weitere spannende Videos rund um Kanada informiert zu werden.